Eine Funktion f wandelt ein Argument x in einen Wert f von x um. Dieser Wert kann seinerseits wieder ein Argument für eine weitere Funktion g sein und wir erhalten am Schluss g von f von x. Wir sprechen hier von der Komposition von Funktionen. Wenn f von x gleich x² und g von x gleich Wurzel x plus 1 ist, dann ist die Komposition g nach f von x gleich Wurzel x² plus 1. Wir können die Reihenfolge der Funktionen auch vertauschen. Die Komposition f nach g von x entspräche Wurzel aus x plus 1 zum Quadrat. Im Allgemeinen kommt es auf die Reihenfolge an. Im Allgemeinen ist g von f von x nicht gleich f von g von x. Eine sehr einfache Komposition sehen Sie hier. Der Funktion f von x gleich x² wurde die Funktion f von x plus 1 nachgeschaltet. Auch hier entsteht die blau gezeichnete Funktion durch Addition einer Konstanten aus der rot gezeichneten Funktion. F von x gleich x, h von x gleich x plus 4. Wir können zwei Funktionen multiplikativ verknüpfen, f von x gleich x², g von x gleich f von x mal 4. Der Graph stellt entsprechend eine steile Parabel dar. In diesem Beispiel wurde die Funktion f von x gleich x² mit einer negativen Konstante multipliziert. G von x gleich f von x mal minus 2. Der blaue Graph zeigt die Funktion f von x gleich x. Wenn wir die Konstante 1 abziehen, erhalten wir die rote Funktion. Wenn wir die blaue Funktion mit dem Faktor 3 multiplizieren und 3 abziehen, erhalten wir die grüne Funktion. Dies sind drei klassische Geradengleichungen. Allgemein können wir eine Geradengleichung in folgender Art und Weise formulieren. F von x gleich m mal x plus b. M ist die Steigung der Geraden und lässt sich zum Beispiel aus zwei Punkten x2, x1, f von x2, f von x1 ermitteln. B ist der Achsenabschnitt und entspricht dem Funktionswert zum Argument 0. Wir wollen die Gleichung der hier gezeigten Geraden ermitteln. Wir ermitteln zunächst die Steigung. Dazu zeichnen wir das Steigungsdreieck ein, hier in grüner Farbe. Die Differenz der Funktionswerte der beiden Punkte 4 minus 2 ist 2. Die Differenz der Argumente der beiden Punkte 8 minus 3 ist 5. Die Steigung beträgt also m gleich 2 Fünftel oder 0,4. Wir können den Achsenabschnitt entweder aus der Grafik ablesen oder rechnerisch ermitteln, wenn wir die Geradengleichung nach b umstellen. Der Achsenabschnitt beträgt 0,8. Unsere Geradengleichung lautet also f von x gleich 0,4x plus 0,8. Häufig besteht ein linearer Zusammenhang zwischen zwei physikalischen Größen, etwa im Hooke'schen Gesetz zwischen der Dehnung einer Feder und der Kraft. Der physikalische Zusammenhang wird also durch eine Gerade beschrieben. Aufgrund zufälliger Fehler werden die Messpunkte jedoch nicht alle exakt auf dieser Geraden liegen. Man ermittelt die Gerade, die am besten mit den gemessenen Punkten vereinbar ist. Das dazu verwendete Verfahren ist die lineare Regression. Die quadrierten und summierten Abstände der Messpunkte von der Trendlinie müssen minimal sein. Jedes Tabellenkalkulationsprogramm beinhaltet die Möglichkeit einer linearen Regression. Für die hier gezeigten Messpunkte ergibt sich beispielsweise die Geradenfunktion 0,4994x plus 0,0033. Auch für zusammengesetzte Funktionen gilt die Reihenfolge der Rechenoperationen. Klammern werden zuerst berechnet, dann Exponenten, schließlich die Multiplikation und Division und am Ende die Addition und Subtraktion. Klammern vor Punkt vor Strich. In diesem Term haben wir vier Funktionen hintereinander geschaltet. Zunächst wird quadriert, dann wird 1 addiert, es wird durch 7 dividiert und schließlich wird 2 abgezogen. Hier ist das Verlaufsdiagramm etwas komplexer. Zunächst wird für f von x 2 zu x addiert. Dann wird auf der einen Seite für g von x f von x durch x dividiert und auf der anderen Seite für h von x x durch f von x dividiert. Schließlich wird für i von x g von x und h von x addiert. Die Komposition zweier Funktionen in der Mengendarstellung. Jedem Element der Menge a wird genau ein Element der Menge b zugeordnet.
Jedem Element der Menge b wird genau ein Element der Menge c zugeordnet. Das Verlaufsdiagramm für diesen Term sieht wie folgt aus. Zunächst addieren wir 5 zu x und dann bilden wir den Kehrwert von f von x. Das Verlaufsdiagramm dieser zusammengesetzten Funktion sieht wie folgt aus. Zunächst dividieren wir 5 durch x, anschließend addieren wir 1. Zwei Funktionen sind gegeben, f von x ist 1 durch x, g von x ist x² plus 2. Wir bilden die Komposition g nach f von x. Wir bilden die Komposition g nach f von x, 1 durch x zum Quadrat plus 2 oder 1 durch x² plus 2. Wir bilden die umgekehrte Komposition f nach g von x, 1 durch x² plus 2.